Sie gehörte definitiv zu den Hinguckern der Fashion Week in Berlin. Elisabetta Canales zeigte sich bei der La Vera Show so glücklich wie schon lange nicht mehr. Das könnte daran liegen, dass das Model-Schauspielerin erst kürzlich geheiratet hat. Zumindest kommt sie in unserem Backstage-Interview aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Amazing. I love being married. I can suggest that my advice for everybody. Get married. It's wonderful, really. Im September gab sie dem Orthopäden Brian Perry in ihrer Heimat Sardinien, Italien, das Ja-Wort. Und das nur einen Monat nach der Verlobung. Viele vermuteten hinter dem Hochzeitsquickie ein Wettrennen mit ihrem berühmten Ex George Clooney. Der sagte nicht einmal zwei Wochen nach Elisabetta Ja zu seiner Amal. Bei diesem Thema kommt die schöne Italienerin dann doch ein bisschen ins Straucheln. Oh no, I don't know, but My wedding was like at the right moment for me, and so, you know, I had the experience, you know, life like as an independent single woman traveling and working, and then I'm 36, turned 36, and I decided to get married, and it's the most beautiful thing in the world. Trotzdem dürfte sie die Bilder von Georges Traumhochzeit in Venedig gesehen haben, oder? I've been so busy organizing my wedding that I couldn't, you know, I actually didn't have time to do anything else. I'm sorry. Gut, wir haben verstanden. Das Kapitel Clooney ist für Elisabetta Canales eindeutig abgeschlossen. Sie schaut jetzt nur noch nach vorn. Und das heißt, ihre Ehe genießen und vielleicht, wie sie sagt, wenn Gott es will, das Thema Nachwuchs in Angriff nehmen.